So sieht also ein Altersheim aus. Hätte nie gedacht, dass ich mal in sowas lande. Das ist doch kein Altersheim. Das ist eine Anlage für betreutes Wohnen. Ah, ja, klar. Und eine Putzfrau, die ist eine Reinigungsfachkraft. Genau. Aber die Böden, die muss sie trotzdem wischen. Du wirst sehen, das ist sehr schön. Komm. Ja, für jemand, der in einer heruntergekommenen Pension lebt, ist wahrscheinlich alles schön. Jasmin, ich hatte Sie schon vor 3 Tagen gebeten, mir alle Urteile über das Thema geschlossene Immobilienfonds zusammenzusuchen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht schreiben Sie sich das mal auf in Zukunft, weil in einer Stunde kommt meine Mandantin und ich bin nicht vorbereitet. Geh weg da, Tilly, lass das. Vielleicht sollten Sie und der Chef sich mal angewöhnen, mir nicht immer irgendwas im Vorbeigehen zuzurufen und dann schon so glauben, das sei ein Auftrag. Wie hätten Sie es denn gerne? Möchten Sie eine Aktennotiz oder ein Memo oder was? Teddy, jetzt lass das! Was soll denn überhaupt das Wurstbrot hier auf dem Schreibtisch? Ich meine, was sollen unsere Mandanten denken, wenn sie das sehen? Dass ich Hunger habe. Vielleicht frühstücken Sie mal zu Hause, wie andere Leute auch. Vielleicht habe ich das heute Morgen nicht mehr geschafft. Ich habe nämlich ganz nebenbei noch ein Kind zu versorgen, ja? Teddy, hör auf jetzt! Ah! Ah! Nein! Gudrun! Jetzt muss ich die Schuhe wechseln. Wenigstens weiß ich jetzt, wie man sie ruhig gestellt kriegt. Ja, und ich weiß, wer das hier aufwischen muss. Na toll. Was ist das denn jetzt hier? Wahrscheinlich reicht Ihre Intelligenz nicht aus. Deswegen sage ich es Ihnen noch mal ganz deutlich. Sie sind hier nicht erwünscht. Bauen Sie sich eine Prollvilla irgendwo auf dem Land, da stören Sie niemanden. Was? Yeah! Wage es nur nicht. Ah! Oh nein! Hau ab, du Mistviech! Geh raus und lass dich überfahren! Gudrun! Ja! Aber doch nicht mit so einem Lappen, nicht mit so einem Lappen, das ist doch ekelhaft. Ich will doch nur helfen. Wenn Sie helfen wollen, kümmern Sie sich um diesen unerzogenen Hund. Ich bin hier nicht als Hundeshitterin engagiert. Oh. Mach das noch. Herr Manteschek, hallo. Wollen Sie einen Kaffee oder einen Tee? Nein, danke, ich hab schon. Okay. Was ist so komisch? Es war nicht meine Absicht, mich über dich lustig zu machen, aber ich lächle immer, wenn ich dich sehe. Mal gucken, ob ich das unterdrücken kann. Nee, geht nicht. Was kann ich für dich tun? Ich möchte meinen Nachbarn was auf die Fresse hauen. Ja, ohne dafür belangt zu werden. Das ist ein schönes Restaurant. Nur jetzt ist Mittagszeit. Ein bisschen leer. Was genau ist denn das Problem? Ach, das ist nicht so wichtig. Am Telefon klang es aber dringend. Um ehrlich zu sein, war das nur ein Vorwand. Wir haben noch gar nicht gefeiert, dass Sie mich von dem Heiratsschwindler befreit haben. Und ich dachte mir, wenn ich Sie privat um ein Treffen bitte, dann werden Sie zu beschäftigt sein. Aber wenn jemand Probleme hat... Und das Restaurant? Hat normalerweise mittags zu. Aber der Besitzer war so freundlich, trotzdem zu öffnen. Ich habe ihn ein bisschen bestochen. Ich habe tatsächlich viel zu tun. Das ist mir schon klar. Aber Sie müssen auch essen. Und warum nicht hier? Mit mir? In einer netten Umgebung. Das ist auch wieder wahr. Guten Appetit. Danke. Guten Appetit. Naja, und dann hatte ich auch keine Lust mehr auf das Penthouse und habe mir dann diese niedliche Hütte an der Elbchaussee gekauft. Ja, war ein Schnäppchen. Und natürlich meine guten Beziehungen. Kennst mich ja. Willst du mal gucken? Ja, gerne. Hier. Ja. Ja. Ja, wenn du mal Lust hast, kannst du ja mal auf eine Tasse Tee vorbeikommen. Ja, Tasse Tee vielleicht? Ja, und seitdem ich da eingezogen bin, habe ich natürlich auch den größten Ärger, weil die Nachbarn sagen... Das ist eine gute Gegend und so Typen wie mich wollen sie da nicht haben.
haben auch schon so eine Unterschriftensammlung gestartet. Und mein Nachbar, das ist der Übelste, der ist Architekt, der plant, eine riesen Solaranlage direkt vor meiner Nase hochzuziehen und mit diesem schönen Blick, den ich dort habe, zu verbauen. Und das Ganze, das sieht ungefähr so aus. So. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so viel Geld investiert, nur um dich zu ärgern. Nein, aber er hätte das Ding ja auch auf der anderen Seite seines Grundstücks irgendwie stellen können. Er hätte die gleiche Stromausbeute gehabt. Und das habe ich von einem Fachmann überprüfen lassen, aber das interessiert meinen Nachbarn ja gleich Banane. Naja, jetzt hat er schon diese Betonplatte hier gießen lassen, nicht? Und so. Und das war eine Riesensauerei, das sage ich dir. Da kamen die LKWs angefahren und sind von der Straße direkt über mein Grundstück, überall Betonspritzer und so. Und die ganzen Blumen sind dabei draufgegangen. Hast du das fotografiert? Ja, selbstverständlich. Blätter mal um. Ja, ist das nicht eine Sauerei? Ja. War lecker. Mhm. Sie haben mir noch gar nicht erzählt, wie es Ihnen jetzt geht. Gut. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Ja. Sie haben mir klargemacht, dass Albert ein Heiratsschwindler ist. Und Sie haben mir klargemacht, dass ich diesen Mann nicht brauche, um mich selbst zu mögen. Und dass ich nicht einsam sein muss, nur weil dieser eine Mann mich betrogen hat. Sie haben mir geholfen, als ich verletzt und einsam war. Und das werde ich Ihnen nie vergessen. Aber ich habe den Eindruck, dass auch Sie einsam sind. Ich bin nicht einsam. Mein Leben ist genau so, wie ich es mir vorstelle. Sie meinen, Sie haben gelernt zu akzeptieren, dass es so ist. Das habe ich auch lang getan, aber das muss nicht sein. Das haben Sie mir klar gemacht. Mag vielleicht so aussehen, aber mein Beruf füllt mich wirklich aus. Früher wäre das eine klare Angelegenheit für mich gewesen, aber die alten Zeiten sind vorbei. Und ich mache mir an sowas nicht mehr die Hände schmutzig. Bin nämlich jetzt Geschäftsmann. Aber weißt du was, irgendwie juckt es mich in den Fingern. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich glaube, es wäre auch keine so gute Idee, denn du bist ja sicher einschlägig vorbestraft. Ich bin was? Oder? Ich bin in meinem Leben noch nie verurteilt worden. Und ich möchte auch, dass das in Zukunft bleibt. Hast du das verstanden? Oh, ich glaube, du unterschätzt mich. Ah ja? Ja. Das denke ich jetzt aber auch. Ja. Oh, Knockout! Oh. Tja, also bis bald. Ja, bis bald. Was ist denn das Ekliges? Gudrun? Ich möchte mal wissen, warum Sie hier putzen. Wo ist denn jetzt dieser blöde Hund? Wahrscheinlich hinterm Sofa, so wie Sie ihn die ganze Zeit anbrüllen. Teddy? Teddy? Teddy, wo bist du? Komm mal raus! Er ist weg. Der Hund ist weg. Was? Ja. Dann kann er nur raus sein, als Matuschek gekommen ist. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll auf die Straße gehen und sich überfahren lassen. Ach, keine Angst. Teddy tut nie das, was man ihm sagt. Gottes Willen. Gudrun, bitte, ich weiß, Sie sind Putzfrau und das ist nicht Ihr Job, aber würden Sie bitte rausgehen und Teddy suchen, weil Ehrenberg kommt jetzt gerade und ich habe jetzt gleich eine Mandantin, es tut mir leid, sonst würde ich ihn ja selber suchen. Na gut. Und gehen Sie hinten rum, aus dem Fenster raus, ja? Und kein Wort zu Herrn Ehrenberg, kein Wort. Hallo. Wie war Ihr Termin mit Frau Grebe? Ja, nett. Mhm. Wo ist denn Teddy? Der spazieren. Mit Gudrun. Was? Seit wann geht Gudrun mit dem Hund spazieren? Ja, sie wollte auch mal... Sie wissen doch, sie adoptiert demnächst ein Kind und ja, da wollte sie wahrscheinlich ein bisschen üben. Ah. Ja. Ah, Frau Brodersen, wie schön, dann gehen wir mal gleich in mein Büro. Kommen Sie mit. Teddy! Hey. Was machst du hier? Such Teddy. Hast du den irgendwo gesehen? Nö. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Nee. Ich muss mit Herrn Ehrenberg sprechen. Sag ihm ja nicht, dass Teddy weg ist, okay? Und was krieg ich dafür? Ich kann dir sagen, was du kriegst, wenn du es ihm doch sagst. Ist ja gut. Ich überleg's mir. Teddy! Frau
telefonieren dann nochmal, ja? Ich melde mich. Okay, tschüssi. Ist was? Nein. Ich wollte nur sehen, wie das Wetter ist. Ich muss gleich nochmal raus. Hm. Tja. Bodo, hi. Ich will zu Herrn Ehrenberg. Der hat gerade keine Zeit, der muss einen Schriftsatz lesen. Verstehe. Aber er hat doch bestimmt genug Zeit, dass ich ihn mal frage, wo sein Hund geblieben ist, oder? Sei bloß ruhig! Tag, Herr Ehrenberg. Hallo, Bodo. Jasmin. Da hast du wieder was ausgefressen? Ach, die Zeiten sind vorbei, das wissen Sie doch. Das geht um meinen Lehrer. Aber wenn du den verklagen willst, damit er dir bessere Noten gibt, dann sage ich dir gleich, vergiss es. Nee, verklagen wollte ich ihn nicht. Ich wollte ihm helfen. Ja? Gut, dann setz dich schon mal. Ich bin noch mal weg. Jasmin? Mhm. Können Sie mir sagen, was mit Frau von Brede los ist? Nö, keine Ahnung. Und was ist mit Ihnen los? Warum? Auf der ersten Seite alleine sind schon mal drei Fehler. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was von der genauen Formulierung solcher Texte abhängt. Also, nochmal. Ja. Und genau. Ja. Danke. Bitte. Hey, was machst du denn hier? Hallo. Die haben sich einfach an sein Haus rangeschlichen und ihn heimlich beobachtet. Sie haben ja keine Ahnung, was das für ein Pauker bedeutet, wenn so ein Video an der Schule kursiert. Und das ist nicht das Einzige. Davon gibt es mehrere. Die nehmen ihn heimlich auf. Im Unterricht, in den Pausen. Und sie wissen selber, wie Panama manchmal aussieht. Die sorgen dafür, dass das jeder sieht. Warum ist er nicht selber gekommen? Er weiß nicht, dass ich hier bin. Aber das geht nicht. Wenn der Mann mich nicht beauftragt, kann ich nichts unternehmen. Aber ich glaube, der will dagegen gar nichts machen. Der will das aussitzen. Oder machen die doch erst recht weiter. Er weiß es nicht, aber ich weiß es. Hallo, Papa. Ah, wie ist das denn passiert? Und ist das erlaubt? Pass mal auf, dass sie dich nicht erwischen. Ich komme gleich vorbei. Ja. Entschuldigung, sind Sie Herr Köhler? Ja. Mein Name ist Ehrenberg. Ich bin gebeten worden, Ihnen zu helfen. Es geht um das Video. Entschuldigung, wer hat Sie gebeten? Ein Schüler, der Sie besonders schätzt. Und der sich große Sorgen um Sie macht. Also wissen Sie, für mich ist das ein Kinderstreich. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das aufzubauschen. Wenn ich dagegen vorgehe, dann kriegen die Schüler, die das gemacht haben, genau die Art von Aufmerksamkeit, die sie wollen. Das ist alles andere als ein Kinderstreich. Das wissen Sie genau. Und Sie wissen auch, dass die weitermachen werden. Es sei denn, man schiebt dem einen Riegel vor. Es ist ja nett, dass Sie mir helfen wollen, aber ich denke, ich komme damit klar. Ich muss Sie jetzt leider bitten zu gehen, ich habe noch zu tun. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, Sie können mich anrufen, jederzeit. Marcel ist unser gemeinsames Kind. Und das heißt nicht, du kommst nach Hause, um mit ihm zu spielen, und ich komme nach Hause, um ihn zu versorgen. So läuft es nicht. Ich muss jetzt auflegen. Bis gleich. Sie haben ihn wieder. Ha, toll. Hallo, Daddy. Ja. Ja? Was ist? Das ist nicht Teddy. Ich habe Ihnen doch von dem Mann im Park erzählt, oder?
Dem habe ich eine ganze Menge Geld geboten und da hat er ihn uns geliehen. Aber das geht nicht, das merkt der Chef sofort. Sie haben es doch auch nicht gemerkt. Ist doch nur so lange, bis Teddy wieder da ist. Ich habe gleich was mitgebracht. Hm? Sie füttern den Hund? Naja, ich dachte, liebe gedüchtet machen, oder? Hallo. Hallo. Ist was mit Teddy? Gudrun meinte nur, er hatte Zoff mit einem anderen Hund und deswegen ist er jetzt so ein bisschen durcheinander. Ja, da helfen ein paar Leckerlis. Ja, wollte ich gerade. So was, ja. Ja. So, Teddy, komm. Teddy. Friss doch. Das ist aber wirklich eigenartig. Ja. Können wir unter vier Augen reden? Ja. Können wir Ihr Büro benutzen? Selbstverständlich. Danke. Bitte. Bitte. Kennen Sie den Fall der Lehrerin, über die Ihre Schüler verbreitet haben, sie hätte eine Hasenphobie? Sie ist vor Gericht gegangen und hat verloren. Vorher hat man nur in ihrer Schule über sie gelacht, danach in ganz Deutschland. Ich will nicht, dass mir das auch passiert. Das Problem beim Internet ist, dass vor allen Dingen Jugendliche glauben, das sei ein rechtsfreier Raum, wo man tun und lassen kann, was man will. Und als erstes müssen die begreifen, was das für Konsequenzen für sie hat. Und wenn sie das nicht begreifen wollen, dann müssen wir sie anzeigen. Ready? Ich bin froh, dass Sie beschlossen haben, sich zu wehren. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Herr Ehrenberg. Ja. Sie haben mich erschreckt. Das tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Wie kommen Sie dazu, hier einfach einzudringen? Als Sie damals zu mir gesagt haben, ich sei eine begehrenswerte Frau. War das nur ein Spruch? Nein, das habe ich so gemeint. Dann gehen Sie jetzt mit mir essen. Bitte. Das ist keine gute Idee. Außerdem bin ich verabredet. Mit einer anderen Frau? Nein. Mit meinem Vater. Ja, aber warum ist das keine gute Idee? Nur weil Sie so an Ihre Rolle als einsamer Retter gewöhnt sind, dass Sie sich nichts mehr anderes vorstellen können? Schauen Sie, Sie haben sich in einen Mann verliebt, der hat Sie betrogen und hat Sie zurückgestoßen. Das hat eine Leere in Ihnen hinterlassen und die wollen Sie füllen. Nur ich bin dafür nicht der Richtige. Das hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern einzig und allein mit mir. Und jetzt muss ich gehen, mein Vater wartet. Ja? Na gut. Aber wenn Sie sich's anders überlegen, dann rufen Sie mich an, ja? Du bist ja auch noch da. Was ist, wenn er mich nicht mag? Wenn er uns nicht mag? Er ist ein Säugling, warum soll er dich nicht mögen? Warum sollte er? Es gibt nicht so viel, was man an mir mögen kann. Ich mochte dich nicht von Anfang an. Und was ist, wenn ich ihn nicht mag? So wie man das eigene Kind mag. Was ist, wenn ich keine gute Mutter bin? Wenn das einfach nicht reicht? Und jetzt hör auf, dich wahnsinnig zu machen. Du wirst eine wundervolle Mutter sein. Woher willst du das wissen? Weil ich dich kenne. Und wenn ich mir aus allen Frauen die aussuchen müsste, die ich als Mutter meiner Kinder möchte, dann wärst du das.
Und wenn ich mir einen Vater aussuchen dürfte, dann wärst du das. Jetzt schlaf. Schon ein bisschen eingelebt. Ja. Ich hatte hier gute Gesellschaft. Daher habt ihr auf 7, da müssen wir besonders drauf achten, ja? Herr Langer? Dann hier... Moment, ja? Sie vertreten diesen Zuhälter. Herr Matuschek ist Geschäftsmann. Sie sind seine Anwältin? Ich habe dem Treffen nur zugestimmt, weil ich sehen wollte, wer hier aufkreuzt. Ich habe mir jemanden vorgestellt, der schmuddeliger ist. Sie sind Architekt? Ich hatte mir jemanden vorgestellt, der intelligenter ist. Sie sollten sich besser nicht mit mir anlegen. Sie drohen mir? Nein, ich möchte Ihnen nur unnötige Kosten ersparen. Ist aber äußerst charmant. Aber das lassen wir mal meiner Sorge sein. Alles, was ich davor habe, entspricht den Bauvorschriften und ist genehmigt. Damit kenne ich mich aus, glauben Sie mir. Und wenn es Ihrem Herrn Matuschek nicht gefällt, dann soll er doch in eine Gegend ziehen, die besser zu ihm passt. So, jetzt habe ich zu tun. Schönen Tag noch. So, wo waren wir? Ach so. Der in einer grünen Jacke, das ist Max. Der steckt eins an. Nur der Max, oder? Na ja, gut. Am Anfang habe ich da vielleicht auch mitgemacht. Aber jetzt machen die ihn echt fertig. Und es wird immer doller. Gut. Du bleibst besser hier. Hallo. Oh, hallo, mein Dickerchen. Was hast du denn gemacht? Hast du ein Fesselballon gefrühstückt? Schon mal gesehen? Cool, Mann. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Rentner wie du Videos runterlädt. Ja. Ich hab nicht nur das Video, ich hab auch deine Adresse. Max Krämer, Wagenmark 1. Mal sehen, was die Polizei dazu sagt. Puh, jetzt hab ich aber Angst. Mann, ich hab doch mit der Scheiße nichts zu tun. Außerdem ist das eh nur ein Scherz, ja? Ist es nicht. Mann, das ist nicht mein Problem, ja? Ich werd zu deinem machen. Ich mach mir in die Hosen. Pass mal auf. Ich hab Großmäuler wie dich vor Gericht gesehen. Die waren so klein mit Hut, wenn die verurteilt wurden. Ich bin mal gespannt, wie du dich anstellst. Morgen, Jasmin. Morgen. Hat sich jemand gemeldet? Das Tierheim vielleicht? Nein. Aber Teddy hat einen Chip und er ist registriert. Und wenn ihn jemand findet, dann findet er auch uns. Übrigens hat dieser Seemann hier angerufen. Der will seinen Hund zurück. Gott. Wir müssen Bilder aushängen. Mit einer Suchmeldung. Ich weiß nicht. Was ist, wenn Herr Ehrenbeck die sieht? Er geht doch keinen Meter zu Fuß. Na, stimmt auch wieder. Ich glaube, der Chef hat ein Bild von Teddy in seinem Computer. Ich guck da gleich mal nach. Drucken Sie es aus, ja? Matuschek. Guten Tag. Letzte Woche hat ein Betonmischer vor meinem Haus Beton geliefert und dabei meine Terrasse verschmutzt. Falkenstieg 5. Können Sie da mal bitte nachgucken? Ach, da hatten Sie gar keinen Einsatz. Ach so. Ja, weiß ich auch nicht. Dann habe ich vielleicht den Firmennamen falsch gelesen. Entschuldigung. Wiederhören. Seit wann heißen Sie denn Matuschek? Habe ich da was verpasst? Hier, den ersten Stoß habe ich schon mal fertig. Help!
Du willst zu deinem Herrchen, ne? Ja. Aber ich finde, wir lassen die Damen ein bisschen schmoren, ne? Wo die mich so belogen haben. Na komm. Und wie auch immer du heißt, komm. Komm her. Was? Ja, ich komme sofort. Hallo. Irgendwas stimmt da nicht. Teddy reagiert gar nicht mehr auf mich. Ja. Teddy! Teddy! Ich brauche einen Kaffee. Ich auch. Ja, soll ich ihn das so lange halten? Nee, danke. Das geht schon. Danke, ich mache den Kaffee. Sehr lieb. Bist du eigentlich verrückt geworden? Ich fahre da extra raus. Ich rede mit dem Mann. Ich finde sogar eine mögliche Lösung für dein Problem. Und was machst du? Du fährst dahin und verprügelst ihn? Nee, ich meine, ist dir eigentlich jemals in den Sinn gekommen, dass der dich provoziert hat, damit du so einen dämlichen Fehler machst? Ist ihm ja nur noch alles gelungen. Du gehst in den Knast und er ist seinen lästigen Nachbarn los. Und wenn du Pech hast, dann erwirkt der Mensch sogar noch ein Abstandsurteil gegen dich. Das heißt, wenn du hier rauskommst, darfst du vielleicht gar nicht mehr in deine Villa, weil du dich dem Mann nicht mehr als auf ungefähr 1 Kilometer annähern darfst. Und was ist, wenn ich es nicht war? Das glaubst du doch nicht wirklich. Er hat sich ja wohl nicht selber zusammengeschlagen. Es gibt so viele Leute in der Stadt, die diesen Typen gerne was auf die Fresse hauen würden. Und ich freue mich auch, dass er was auf die Fresse bekommen hat. Aber ich jedenfalls war es nicht. Gut. Du warst es nicht. Also, dann sollten wir das beweisen können. Gibt's für den Tatzeitpunkt einen Zeugen? Oder ein Alibi? Soll Irreres mal einen Zeugen bringen? Ich meine, im Moment steht das ja Aussage gegen Aussage. Ja, aber mit dem Unterschied, dass es sich bei dem Architekten um einen renommierten Architekten handelt, während du doch eine eher umstrittene Persönlichkeit bist? Das hast du jetzt aber sehr nett formuliert, aber nett ist auch der Goldfisch. Ja, warte mal, wenn der Richter sein Urteil so nett formuliert. Also, Alibi! Ich war im Puff. Morgens um 11. Ich habe übernachtet. Ich schlafe eben gerne lang. Gudrun, was machen Sie denn hier? Ich habe gestern was vergessen hier. Schade. Ich habe gedacht, Sie können mit dem Hund rausgehen. Obwohl, so richtig gut ist ihm das nicht bekommen, ne? Teddy. Ja, Teddy, komm mal her. Wieso ist Teddy wieder hier? Ich habe überall die Zettel gesehen. Das ist nicht Teddy. Oh, verdammt. Sehen Sie das? Der reagiert nicht. Also langsam mache ich mir Sorgen. Gibt es nicht sowas wie Tierpsychologen? Könnten Sie sich mal darum kümmern? Er hat's gemerkt. Bodo, wie siehst du denn aus? Solltest du mal den anderen sehen. Oh Mann, der hat sich bestimmt die Hand gebrochen an deinem Kinn, oder? Was ist passiert? Mann. Na, was soll? Der Max hat gesehen, wie ich mit ihm gesprochen habe. Also Max hat dich verprügelt. Gibt's dafür Zeugen? Jede Menge. Irgendjemand hat doch bestimmt mit dem Handy wieder aufgenommen. Und morgen kann man es im Internet bewundern. Ich möchte, dass du zum Arzt gehst. Ich bin auch kein Weichei. Komm. Und sag dem Arzt, er soll die Verletzungen fotografieren. Und wenn es ein Video gibt von der Schlägerei, dann möchte ich, dass du mir das besorgst, ja? Ja, ist gut. Tschüss. Jasmin? Ja? Können Sie für mich in einen fremden Computer eindringen? Das ist eigentlich eine Straftat. Das ist das Unterschieben eines fremden Hundes auch. Ich hab dir doch gesagt, er hat's gemerkt.
Können Sie oder nicht? Ja, es kommt drauf an, wie gut er geschützt ist. Ich möchte alles, was auf diesem Rechner ist. Okay. Aber ich gehe ins Internetcafé, ja? Sonst kann man das nämlich zurückverfolgen. Das ist nicht gut. Und was den Hund anbelangt, kein Wort zuvor vom Rede, klar? Ein alter Freund von Ihnen ist, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie ihm helfen würden. Er hat mit keiner von denen gepennt. Und mit mir auch nicht. Leider. Also hat er gelogen? Nein. Wenn Gerd einsam ist, und das ist in letzter Zeit leider öfter, dann kommt er her, quatscht mit mir und den Mädels, manchmal über alte Zeiten. Es gibt da jetzt wohl eine. So, Frau Wohlers, das ist der kleine Schuh hier. Hallo. Komm her. Hey, der kleine Mann. Wach. Oh, da sind wir wieder. Hallo, warten Sie, ich helfe. Ach, geht schon, danke. Hallo, Marcel. Hallo, mein Schatz. Bitte schön. Ich denke, das ist alles, was Sie brauchen. Großartig, vielen Dank. Gerne. Wunderbar. Na, wo haben Sie sich denn rumgetrieben? Ich habe Sie vermisst. Ja, Matuschek ist festgenommen worden. Wegen Körperverletzung. Körperverletzung? Mhm. Ich dachte, Ihr Freund wäre in der Zwischenzeit seriös geworden. Das ist nicht mein Freund. Ich habe auch schon Alibi-Zeugen, aber die waren alle früher bei ihm angestellt. Das ist nicht sehr hilfreich. Wird die Polizei nicht überzeugen. Ich meine, die Beweise sind dünn, aber Sie wissen ja, wie es ist. Einmal kriminell, immer kriminell. Frau Predig. Ja? Jasmin, was ist mit dem Tierpsychologen? Machen Sie mir einen Termin für heute. Ich mache mir Sorgen um Teddy. Herr Ehrenberg. Moment. Jasmin, bitte klemmen Sie sich ans Telefon. Nein, Jasmin, nicht anrufen. Herr Ehrenberg, ich muss Ihnen was sagen. Das ist nicht Teddy. Nicht? Nein. Teddy ist verschwunden. Es tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld. Es tut mir so leid. Ich hatte so einen schlechten Tag und dann war ich gemein zu Teddy und dann ist er weggelaufen. Und wer ist das? Ja, das... Den haben wir quasi als Ersatz besorgt. Sie haben ihn besorgt. Hm? Das ist eine Leihgabe. Deshalb verhält er sich so komisch. Ja.
Und ich habe schon gedacht, er hat Probleme mit seiner sexuellen Identität. Mit seiner was? Sexuelle Identität, also, der pinkelt plötzlich anders. Der pinkelt wie ein Mädchen, also offensichtlich hat er eine Geschlechtsumwandlung vorgenommen. Ja, das kann einem schon Probleme machen, nicht? Sie haben das die ganze Zeit gewusst? Ja. Sie haben das die ganze Zeit gewusst? Das ist doch gemein. Und das ist auch nicht komisch, weil der arme Teddy, der ist ja irgendwo draußen und der ist vielleicht verletzt oder irgendwas. Teddy ist bei meinem Vater und die einzige Sorge, die man haben muss, ist, dass er ihn zu sehr verwöhnt. Das zahle ich Ihnen heim, das schwöre ich Ihnen. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann zahle ich Ihnen das heim. Ich habe Angst. Ja, und jetzt bringe ich diese Leihgabe weg. Wie heißt denn die Leihgabe? Komm mal her. Die Leihgabe heißt, komm mit, Peewee. Moment, Anleihen. Sonst läuft Ihnen der Hund auch noch weg, ne? Irgendwann. Mhm. So, na komm, komm mit, du Hund. Jasmin? Wenn ich jemandem eine SMS schicken will, ohne dass der meine Nummer erkennen kann, was muss ich da machen? Mich fragen. Also, die Barbesitzerin hat dein Alibi bestätigt. Barbesitzerin, wie das klingt. Sabrina ist Puffmutter. Schockiert? Also, ich weiß nicht, was du immer siehst. Ich bin nicht bigott oder prüde. Und ich habe durchaus schon davon gehört, dass es Bordelle gibt und was die Aufgabe dieser Einrichtung ist. Was ich in dir sehe, du bist die wunderbarste Frau, der ich je begegnet bin. Und manchmal wünschte ich mir, ein besserer Mensch mit einem besseren Ruf zu sein. Also, um dir gerecht zu werden. Aber jetzt müssen wir dich erstmal da rauskriegen. Ja. Ja. Und dazu brauche ich die richtige Strategie. Und die Aussage deiner ehemaligen Angestellten, die ist nicht viel wert. Aber ich könnte anführen, wenn du den Mann geschlagen hast, dass er dich bewusst provoziert. Ja, ich habe ihn ja gar nicht angerührt. Ja, dann müssen wir verhindern, dass die ganze Sache überhaupt vor Gericht kommt. Das klingt nach einem Plan. Ich weiß ja noch gar nicht, ob er überhaupt funktioniert. Nehmen Sie mir bitte noch ein paar Minuten. Ich will erst alleine mit ihm reden, ja? Ist gut. Und du auch bitte. Was wollen Sie denn hier? Nadine kommt nicht. Ich hab dich herbestellt. Ach, wie? Was soll das denn? Was haben Sie denn mit Nadine zu tun? Nadine weiß gar nicht, dass du hier bist. Ich wollte dir nur mal zeigen, wie unzuverlässig so ein technischer Spielkram ist. Ich weiß auch nicht, warum die Leute sich im Internet so sicher fühlen. Dabei hinterlässt man Spuren ohne Ende. Illegale Downloads, abgeschriebene Aufsätze, fertiggeschriebene Referate. Das heißt, du schummelst, kriegst aber trotzdem keine guten Noten. Wahrscheinlich kannst du nicht mal richtig abschreiben. Und dann deine Briefe an Nadine, die du nicht abgeschickt hast. Peinlich. Peinlich. Sie haben sich in meinen Rechner gehängt. Und hier? Weißt du, was das ist? Das ist ein Beweis für Körperverletzung. Und das alleine bedeutet, du kriegst eine Jugendstrafe. Und einen Schulverweis. Was wollen Sie denn von mir? Ich will, dass du dich bei Herrn Köhler und bei Bodo entschuldigst. Und dann will ich, dass du diese Videos, diese schrecklichen Videos aus dem Netz nimmst. Das ist unmöglich. Nein, das ist nicht. Du hast diese Videos gedreht, du bist der Urheber. Und als Urheber kannst du jederzeit beantragen, dass die Dinger gelöscht werden. Also mach dich auf die Suche. Und jedes Mal, wenn du ein Video findest, Löschung beantragen. Da hast du zu tun. Also, was ist? Oben ist er gucken, ne?
klar. Dann gehen wir weiter runter. Und dann... Herr Langer! Sie haben ja Nerven, sich hier blicken zu lassen. Ich finde, Sie sollten sich nicht so aufspielen. Das hier ist Privatgrund. Ich fordere Sie auf zu gehen, sonst rufe ich die Polizei. Das finde ich eine großartige Idee. Das erspart mir einen Weg. Ich wollte Sie nämlich gerade wegen Falschaussage anzeigen. Sie haben die Frechheit zu behaupten, ich würde meine Verletzung nur vortäuschen. Nein, das tue ich nicht. Sie sind verletzt worden, aber nicht von meinem Mandanten. Und wenn Sie das behaupten, dann ist das eine infame Lüge. Gab es denn für den Vorfall überhaupt Zeugen? Das ist ja wohl das Allerletzte. Nein, gab es nicht. Aber die Staatsanwaltschaft wird mir glauben. Das wird ein bisschen davon abhängen, für wie glaubwürdig die Sie halten. Sehen Sie mal. Ihr seht doch, das ist ein Privatgespräch, oder? Wartet da drüben, ich komme gleich. Also zum Beispiel hier die Firma TT Beton. Ja, die hat ja letzte Woche vor ihrem Grundstück die Betonplatte gegossen. Dieser Vorgang taucht aber seltsamerweise in den Unterlagen der Firma gar nicht auf. Also, was war das jetzt? Eine Gefälligkeit des LKW-Fahrers? Ich gehe mal davon aus, dass die Kosten für diese ganze Sache, also der Beton und der Fahrer und all das, dass Sie die wahrscheinlich diesem Kunden hier auf die Rechnung gesetzt haben? Ach komm, reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie zur Polizei gehen und dass Sie sagen, dass Sie sich geirrt haben. Sie werden mir nicht glauben. Sagen Sie, Sie hätten unter Schock gestanden? Ach so, und was die Solaranlage betrifft. Sie haben ja sicher schon mal von diesem sogenannten Schikaneverbot gehört. Also, das heißt, selbst wenn das Bauamt Ihnen die Genehmigung erteilt hat, kann ich verhindern, dass Sie das Ding auf einer Stelle bauen, die Sie nachweislich nur deshalb gewählt haben, um meinen Mandanten zu ärgern. Ich habe den Sockel schon gegossen. Naja, das macht ja nichts. Da legen Sie Fliesen drauf und benutzen es als Terrasse. Ist auch schön. Verschwinden Sie! Verschwinden Sie! Schönen Tag. Verschwinden Sie! Ja, Kitty. Kitty, komm mal her. Ja, ja. Und mach nicht so krass, du. Sonst kriegt mein Papa noch Ärger. Hm? Ja. Tut mir leid, dass ich ihn dir jetzt wegnehmen muss. Aber du kannst jederzeit kommen und mit ihm spazieren gehen. Oder mit uns dreien. Hey. Was ist? Ich weiß nicht, wie er hergekommen ist. Ich weiß nicht, wie der Hund hergekommen ist. Du hast ihn im Park gefunden, hast ihn mit dir hergenommen und dann hast du mich angerufen. Jetzt gerade? Nein, gestern. Oh. Oh. Oh, Mensch, Papa. Wird schlimmer? Schlimmer wird nur die Vorstellung, dass auf einmal alles weg ist. Was sagt denn der Spezialist? Dass man keine richtige Prognose stellen kann. Das ist ein toller Spezialist. Ja, ganz toll. Pass mal auf, ich bleib noch ein bisschen hier, ja? Nein, das musst du nicht. Sollte ich vergessen, wie ich hierher gekommen bin? Kann ich dich anrufen? Du bist einer. Teddy, komm. Ja, komm. Hilf, Papa. Komm, Teddy. Ja, komm. Als würde ich ihn schon lange kennen. Ich habe ihm in die Augen gesehen und es war, als würden wir irgendwie zusammenwachsen. So, als würden wir sowieso schon lange zusammengehören. Das klingt irgendwie kitschig und albern, ne? Nee, tut's überhaupt nicht, Gudrun. Wirklich, genieße es, solange du noch kannst. Wenn er dich dann aber dreimal die Nacht weckt, ja, und du mit dicken Augen zur Arbeit gehst, dann wirst du es alles ein bisschen weniger romantisch sehen. Hallo? Ist denn hier niemand? Doch, ich bin hier. Jetzt geht das wieder los. Vor einer guten Stunde haben Sie mich rausgelassen und ich weiß auch ganz genau, warum.
Isa, du bist einfach ein Knüller. Wirklich, Entschuldigung, ist mir jetzt so rausgerutscht, aber... Du bist einfach ein Knüller. Danke. Chef, Frau Grewe hat heute schon zweimal angerufen. Ich finde, Sie sollten sie mal zurückrufen. Ja, das werde ich dann wohl machen müssen. Ich gehe zum Sport. Schönen Abend noch. Ja, ciao. Teddy, geh auf deinen Platz. Geh auf deinen Platz. Isa, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Du solltest dich vielleicht lieber bei Sabrina bedanken. Wieso? Ich meine, gut, die Aussage, die hat jetzt für die Polizei nichts gebracht, aber sie hat mir geholfen, ihr zu glauben. Na, dann kriegt Sabrina, also unsere Puffmutter, auch ein paar Blumen. Vielleicht solltest du ihr lieber eine neue Venus schenken, oder? Was denn für eine Venus? Ich meine, du kannst natürlich auch die Rechnung vom Glaser bezahlen, aber das ist ja kein sehr romantisches Geschenk. Hallo? Hast keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Hast mich angelogen, oder? Weißt du was? Ich habe diesen Architekten quasi erpresst, damit er seine Aussage zurücknimmt. Isa, komm jetzt, jetzt hör doch mal zu. Fass mich bitte nicht an. Der Typ hat mich doch einfach nicht in Ruhe gelassen. Raus! Niemand kann mich vertrauen! Raus! Raus! Und nehmen Sie Ihre verdammten Rosen mit! Schon gut. Raus! Hau ab! Raus! Alles in Ordnung? Ja. Ich bin nur froh, dass Teddy wieder da ist.